So, hallo und herzlich willkommen zurück zu FIFA 13. Heute spielen wir die Partie Manchester United gegen Manchester City, das Manchester Derby, schlechthin das größte Derby Englands, soweit ich das weiß. Kann sein, wenn ihr es besser wisst, dann schreibt es mal in die Kommentare. Ich muss mal gerade was entfernen. Okay, jetzt geht's. Ja, heute Manchester gegen Manchester United und Manchester United gegen Manchester City. Ich bin jetzt wieder verpeilt wie sonst was. Und ja, ich habe Matchday eingeschaltet. Seht ihr, so sieht meine Aufstellung aus. Also eigentlich so wie immer bei mir. Und bei Manchester City, es haben sich welche verbessert, verschlechtert, wie ihr wisst. Und ich denke mal, wir legen los. Das Derby ist, soweit ich weiß, am 8.4. Und wann wird meins veröffentlicht? Am 6.? Ich weiß nicht. Ist auf jeden Fall Folge 20. Und was muss denn Van Persie... Oh, Freistoß, die kann ja nicht ganz gut. Allein wie er antritt. Sehr genial. Ei. Naja, macht ja nichts draus. So. Au. Ja. Ich habe irgendwie manchmal das Gefühl, es gibt irgendwie ein Rauschen hier so auf meinem PC. Also ich höre das immer. Ich weiß nicht, wie es bei euch so ist, aber es kann daran liegen an dem PC. Es liegt jetzt nicht am Mic, eher am PC. Da es irgendwie ein bisschen Rauschen aufkommt. Aber stören tut es mich jetzt nicht. Ich werde ja bald irgendwann einen PC haben, weil ich ja alles vom Laptop aufnehme und bald alles vom PC. Und PC ist ja, ihr wisst ja, besser als ein Laptop. Und ja. Übrigens ein Gaming-PC. Und ja. Besser geht's nicht, ne? So, dann legen wir mal los mit der Partie. Und ja. Barclays Premier League. Ihr seht hier schon den anlaufenden Khedira. Ach, Khedira, sag ich schon. Kagawa. Hab heute das Länderspiel Deutschland gegen Kasachstan angeschaut. 3-1. War eine ordentliche Partie, muss man sagen. Und ja, sehr ansehnlich. Zweite Halbzeit war natürlich ein kleiner dummer Fehler von Neuer. Darüber kann ich auch noch was reden. Es war jetzt nicht mehr so aktuell, aber zu meinem Zeitpunkt schon. Ja, das Einlaufen brauchen wir jetzt nicht zu sehen. So, erstmal die Aufstellung. Wayne Rooney ist natürlich der Topstar, wie man sieht. Und ja. Dann die Aufstellung mit dem Trainer Sir Alex Ferguson. Ja. Oh, jetzt macht mein Stuhl komische Geräusche. Ich muss mich mal besser positionieren. So, jetzt passt's. Ich hoffe mal, ich bin laut genug. Ja. Nee, hört sich komisch an. Wartet. Entschuldigung. So. Ui, was hat der Schiedsrichter da für ein komisches Teil? Ist so ein Hörgerät, was ja, womit sich die Assistenten und Schiedsrichter halt sich ebenfalls verständigen. Und nun legen wir los. Hab lange kein FIFA mehr gezockt. Oh je. Komisches Gefühl, wieder FIFA zu zocken. Ich glaube so eine Woche. Ja. Weil ich habe viel, also so letzte Woche habe ich auch viel privat gezockt und dann hatte ich eine kurze Zeit keine Lust. Ich weiß nicht, also ich hatte halt Ferien und so, ne? Und da habe ich auch was anderes gemacht. Und ja. Momentan habe ich immer noch Ferien, wahrscheinlich. Nee, doch, da habe ich auch noch Ferien. Ich glaube, das ist dann Samstag, den ich hochlade. Ich weiß es nicht. Kagawa! Kagawa, ach ja. Ja. Da tut man auch andere Sachen als nur zu zocken. Machen wir auch anderes. Mal rausgehen. Gibt's ja auch noch, ne? Für die Gamer. Wir sind natürlich die Trekking und so, ne? Nein, Spaß. Natürlich nicht. Wir sind natürlich saubere Menschen, genau wie normale Menschen. Wir haben nur andere Hobbys, Leidenschaften und so weiter und so fort. Und wir kassieren das 1:0 gegen uns durch Yaya Touré bei Manchester City. Liegt vorne. Wir müssen Gas geben. Ja, jetzt machen die irgendwas. Wollen wir nicht sehen. So. Nani. Evra läuft. Evra. Evra. Was macht Evra da? Evra! Flanke! Van Persie. Schade. Ja, Länderspiel können wir jetzt mal reden. Und zwar Deutschland gegen Kasachstan. Lief ja 3-1, vorher 3-0. Zum 3-1 kann ich ja sagen, das eine Tor ging ja dadurch, weil Neuer einen Fehler gemacht hat, was ich, natürlich war das ja nicht entscheidend, also so, weil wir haben ja gewonnen. Aber er wurde nach ausgebuht, was ich nicht cool fand. Also was ich ehrlich gesagt ein bisschen unsportlich fand, weil ganz ehrlich, Manuel Neuer ist auch ein Mensch und der gehört ja zu den besten Keepern der Welt. Kannst nichts erzählen, ist einfach so.
Und dass der Mann Fehler macht. Kommt, Leute, ist ja normal. Und dass die Fans ihn aus rausgebuht haben. Finde ich nicht cool, aber naja, sind halt Fans. Kannst ja jetzt nichts mehr machen. Ist ja jetzt passiert. Ich hoffe, Manuel Neuer macht sich nichts draus. Die Fans haben sich auch hoffentlich beruhigt. Und dann läuft doch alles wieder gut. Und dann ist wieder knicki knacki popo. Ich weiß nicht genau, ob der Satz jetzt einen Sinn gemacht hat. Ah je. Ich bin auch so ein doofer Typ. Oder? Oder? Was meinst du? Ja, ich rede mit dir. Nein. So. Ja, was war das für eine Passe, Alter? So. Ja, Flanke. War nicht geplant, aber nun gut. Ich wollte eigentlich grätschen. Aber, naja. Knieke, knacke. Knuck. Was sind das für Wörter? Alter. Oh, Mann. Entschuldigung. Ah. Mir fallen auch irgendwie dumme Sachen ein, ne? Ja, ist natürlich perfekt für die Bildung der heutigen Jugend. Ja. Wollte ich schon mal gesagt haben, ne? So. Alter, ich kann nicht mehr lachen, ey. Ah, was für ein dummer Satz ich gerade gesagt habe. Alter, der war so dumm. Nein! Oh, jetzt wollte ich einen Eckball. Jetzt habe ich einen Eckball durch meine Dummheit rausgeholt. Rausgeholt. Ey. So, Eckball. Nein! Nein! Oh, gut. Kein Tor. Boah, sieht ja komisch aus. Ich soll mal aufhören, mal langsam mit Schnee zu spielen, ne? Wir haben jetzt mittlerweile April. Aber trotzdem ist es so scheiße kalt, ey. Alter, bei uns ist noch Schnee hier. Ja. Kommt noch im April, schneit es dann noch. Irgendwann gibt es keinen Sommer mehr. Dann gibt es nur noch den Winter. Gibt es ja auch irgendwann... Nee, eigentlich eher die globale Erwärmung, ne? Dann wird es ja mal heißer. Dann gibt es irgendwann 40 Grad hier in Deutschland. Ist ja auch was Geiles, ne? Aber darüber wollen wir jetzt hier nicht reden. Wir haben ja Fußball und Fußball ist halt Fußball und andere Themen gehören halt entweder in MKW oder in Minecraft. Minecraft oder wie man es auch immer nennt. Und, ne, jetzt haben wir noch... Das Abdrängen war nicht geil und wir haben jetzt die gelbe Karte bekommen durch Nemanja Vidic. Der versucht hat, Dicker abzudrängen, was eigentlich am Anfang gut geklappt hat, aber... Naja, man hat das Ergebnis gesehen und jetzt, oh, das war eine gute Variante, muss man sagen, also haben uns damit verarscht, das ist einfach so, kannst du sagen, was du willst, ist einfach so. So, jetzt Valencia, schön, zu Kagawa, Van Persie, 1-1, das ist es passiert, 1-1 durch Robben. Van Persie. Und er macht einen schönen Ententanz, oder? Ja, jetzt wird er gerasselt. Oh ja, oh komm her. Ah, nein. Wir wollen nicht erotisch sein. Und ja. Wird jetzt manche gelangweilt vom PC und so, oh, was macht er da für eine Scheiße da? Nein. Und ja. So, jetzt, aje. Oh. Ja. Sie haben ein Zeichen gesetzt. Edin Dzeko macht das 2-1 für Manchester City. Und damit liegen wir wieder zurück. Aber können wir es schaffen? Ja, wir schaffen das. Manchester Arbeit. Nee. Nein, das hört sich komisch an. Vergesst es. Ich glaube auch heute so ein Geschwafel, ey. Oh, das war ein schöner Spielzug. Wenn da kein Abwehrspieler dazwischen, dann wäre es. Aber dann denkt man sich, ja, wenn da kein Abwehrspieler dazwischen war. Aber na gut. Ist jetzt egal. So, David Silva. Ah ja, komm. Er drängt ihn gut ab. Und jetzt. Oh. Gut gemacht von Gea, den Keeper von Manchester United. Der ja den legendären Keeper Edwin van der Sar sozusagen ersetzen tut. Nee. Ist das Deutsch? Ersetzen tut? Nee, er tut ihn ersetzen. Irgendwie hört sich nicht Deutsch an. Naja, ist egal. So. Jetzt Vidic. Vidic! Van Persie! Ah, schade. So. Und jetzt Van Persie. Nein! So, komm. Jetzt Klitschi, Barry. Komm. Den haben wir. Jawohl. Rooney! Ah. Rooney ist auch so ein Kampfgeist. Der ist auch so ein Spieler, den viele mögen, den viele hassen. Also in Manchester United liebt man ihn natürlich. Bei manchen Mannschaften hasst man ihn einfach für seine Art und so, ne? Aber
Er kämpft ja regelmäßig. Natürlich kassiert er auch viele rote Karten, ist er ganz so genau wie andere Spieler aus der Gang und Gäbe. Und oh, Rooney mit einer guten Chance. Aber Joe Hart pariert wunderbar. Jetzt gibt's Eckball. Evra. Ei. So, komm. Den haben wir. Schön. Oh, was war das denn für eine Flanke? Die wollte ich nicht dahin bringen. Ei. Fail. So. Jetzt, Tabata, Barry, Chico. 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 Barry. Kagawa. Geht da dran. Touré. Und. So. Ah, ja. Geil, geil, geil. Gut gemacht. So, Nani. Ah, schade. So, jetzt komm schnell, schnell, schnell. Ja. Komm, Evra. Du hast ihn. Du hast ihn. Du hast ihn. Oh, was für ein... Laufen. Evra sprintet. Du. Sehr, sehr geil, dass der Ton wegfällt. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es jetzt wieder passiert. Ja. Es ist jetzt für eine kurze Zeit weg. Das ist jetzt, glaube ich, 10 bis 12 Minuten, die ich jetzt nachkommentieren muss. Weil irgendwie der Ton fail. Ach, der Lappy, der ist auch wunderbar, muss ich sagen. Wunderbar. Was natürlich schade ist. Aber ich wollte jetzt nicht die komplette Tonspur jetzt wegmachen, weil sonst wäre der Ingame-Sound weg. Und das wollte ich jetzt nicht, deswegen dachte ich, komm, das Programm bietet dir gut zum Nachkommentieren. Also kommentieren wir auch nach. Und dann passiert es auch. Und dann ist der Part auch nicht weg, weil ich finde, dieses Spiel nochmal zu spielen, finde ich nicht lohnenswert, weil dieses Spiel momentan sehr gut geführt ist. Und ja, momentan sehr angepriesen. Und Rooney, ah, schade. Ich möchte jetzt auch nicht so stark aufs Spielgeschehen eingehen. Ab und zu mal ein paar Akzente setzen beim Nachkommentieren. Es wird ab der, guck gerade auf meinen Zeiger, kurzzeitig ein Ton kommen, ab der 23. Minute und dann ab der 24. Minute komplett. Also, ja, man sieht auch hier, wir sind eigentlich sehr gut am Dominieren. Mit den Schüssen aufs Tor, da sind wir sehr, sehr schlecht, aber ansonsten läuft es alles gut. Ach Mann, ey, wieso passiert ein so ein dummer Tonfail, ey? Ach, ich freue mich schon auf meinen neuen PC und dann wird es wahrscheinlich eher nicht passieren, weil 2 Terabyte Festplatte. Ich habe echt eine Festplatte von, ich glaube, 470 GB. Ich wundere mich überhaupt, dass es überhaupt gut mit den Aufnahmen klappt. Also, ja, Respekt. Ich weiß jetzt auch nicht genau, was ich jetzt hier so gelabert habe. Was kann ich denn so grob erzählen? Ja, mit Bayern, Sammer anscheinend, ne? Sammer soll ja, ja, die Bayern halt Dampf gemacht haben, dass sie weiter kämpfen sollten, nicht nachlassen sollten, also diese 2-3%, die ja gefehlt haben, darf man nicht nachlassen. Auch nach dem Spiel gegen Juve, ich weiß noch nicht zu dem Zeitpunkt, wie Juve gespielt hat gegen Bayern, so momentan der Montag, also einen Tag vor dem Champions League Spiel, und ja. Ich produziere jetzt, also wie gesagt, alles vor, deswegen kann ich nicht immer direkt die Ergebnisse sagen. Zum Beispiel beim Rückspiel kann sein, dass zum Beispiel XY gesperrt ist und den lasse ich sogar spielen. Deswegen, zu dem Zeitpunkt, also dass Javi Martinez gesperrt ist, das wusste ich zwar. Und ja, bei Arsenal-Spiel, da hatte ich noch nicht zu dem Zeitpunkt, nee doch, da wusste ich zu dem Zeitpunkt, dass Schweinsteiger gesperrt war. Aber das hatte ich natürlich ein bisschen vergessen, aber egal. Ja, wir setzen hier, wir versuchen irgendwas, aber wir kriegen auch nichts Gescheites hin, wie man merkt. Und jetzt gibt's einen Wechsel bei denen. Und Eckbälle da. Ich habe das Gefühl, das ist eigentlich eine gute Sache von uns. Also, da sind wir eigentlich sehr, sehr gut. Also mit Manchester United kann ich viel besser Ecken, Tore machen. Also ist auch ab und zu, wenn ich auch privat zocke und so. Aber mit Bayern zum Beispiel, da habe ich immer meine Probleme mit Ecken, weil, ja, Kopfballstärken, wen hast du da? Wenn du Mandzukic hast, dann hast du einen Mandzukic. Musst du da ihn treffen. Aber Mandzukic allein bringt ja nichts, ne? Ab und zu, wenn Van Beuten da ist und wenn er nach vorne geht. Aber mehr hast du einfach nicht, ne? Letztes Jahr zum Beispiel bei FIFA 12, da war bei mir Boateng derjenige, der immer die Eckballtore gemacht hat bei mir. Was sehr lustig war eigentlich. Also, dass Boateng immer diese Tore gemacht hat. Also, er war fokussiert, natürlich. Und ich habe auch hier, glaube ich, ein bisschen Dünnschiss gelabert. Mit Kicker, Kucker, Dinker, Bomber, Bomb,
Scheiß. Ich weiß nicht mehr was, aber ist ja egal. Und naja. Situation. Was ist jetzt manchmal auch Bild. Alter, irgendwie ein bisschen Bildfälle. Oh Mann, ey. Warum nur? Wieso war es jetzt immer mir? Wahrscheinlich bin ich so ein schlechter Mensch, oder? Bin ich das? Bin ich das für euch? Naja. Immerhin seht ihr ein Part, ja, also gebt euch zufrieden. Hey, Spaß. Jetzt wechseln die schon wieder. Ich habe, glaube ich, hier mich beschwert, warum die immer so viel wechseln. Aber dürfen ja dreimal wechseln, deswegen geht es ja eigentlich. Und immer noch... Oh, ist ein Sandschuck runtergefallen. Lol. Jetzt läuft es sehr gut. Also wir haben eine gute Phase. Aber man sieht schon, Manchester City, die geben nicht nach. Und da sind manche entscheidende Punkte. Man sieht schon, es wird immer die Liste in Schlüssigkeit bei uns. Ne? Und wir haben ja ab und zu Glück mit der Verteidigung. Hier zum Beispiel hätten wir besser spielen müssen. Da hätten wir Nani ein bisschen präziser spielen müssen und nicht so einen langen Pass machen. Also diesen Pass in den Lauf oder tödlicher Pass spielen sollen. Da ist manchmal nicht so gut, dass wir den gespielt haben. Und wir kassieren das 3:2. Ich glaube, da habe ich mich sehr geärgert. Und da war ich auch ein bisschen unter Druck. Weil ich muss das Tor schießen, weil wenn ich jetzt wieder kein Tor treffe, dann habe ich verloren und so. Wisst ihr ja, wie ich es meine. Und ja, ich hoffe beim nächsten Part, also in der nächsten Folge, da werden wir wahrscheinlich auch Juventus gegen Bayern, das ist das Rückspiel, kann ich immer so vorhinein sagen. Ich hoffe mal, da ist der Tonspur auch nicht weg. Ja, kann an den PC liegen, also... Das kann ab und zu passieren, dass es jetzt nicht immer passiert ist. Aber ich habe es ja auch immer früh genug gemerkt und dann habe ich auch nachkommentiert, weil ich glaube, es käme schon ein bisschen blöd vor, wenn ich labere und mittendrin ist einfach die Tonspur weg. Und Nani, Doppelchance verkackt. Aber nun gut. Man sieht auch in der Statistik, dass wir eigentlich dominieren. Dass wir doppelt so viele Torschüsse haben, aber wir nutzen nicht dadurch. Und Manchester City, die sind halt viel besser. Ist einfach so. Und ja, jetzt ein weiter Pass von Company. Schön. Oder nicht schön. So, und jetzt. Oh, nein, 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 nein. Das war nicht gut. Oh, oh. Ich habe manchmal das Gefühl, oh, hier hätte das 4-3, das vierte Tor passieren können. Dann wäre 4-2 und dann wäre es endgültig vorbei. Und dann jetzt hier dieser Lauf von Kagawa. Der war gut eigentlich, aber naja, da fehlt einfach die letzte Entschlossenheit. Ich weiß nicht genau, so mit nachkommentieren, ich weiß nicht, ich mag das eigentlich so. Also ich finde es ganz okay. Die soll nicht regelmäßig passieren, ne, weil man probiert es ja aus. Ich denke mal so bei Mario Kart, ne, da habe ich es ja an der meisten nachkommentiert. Ich glaube, 4-5 Parts oder Folgen oder Episoden, könnt ihr so nennen, wie ihr es möchtet. Da kam es ja mal gut an, mal nicht gut an, das ist ja nichts Schlimmes. Aber das hier, wie heißt das? Was wollte ich jetzt sagen? Ich weiß es nicht. Erstmal warten wir mal den Pass ab. Ei. War eine Doppelchance. Ich glaube, da habe ich mich auch noch aufgeregt. Und jetzt dieser Eckball, warten wir mal ab. Ja, ich habe vorher gesagt, in Eckbällen bin ich mit Manchester United sehr gut. Und man sieht schon hier, wir haben das 3:3 geschossen durch den 46 Millionen Mann, der damals zu Manchester United gewechselt ist. Eine Legende, eine Abwehrlegende finde ich, für mich, Rio Ferdinand. 3:3, sehr schönes Ergebnis. Und damit werden wir auch so gut wie es geht in die Verlängerung kommen. Oder schaffen wir das 4:3? Man weiß es nicht, das werdet ihr jetzt sehen. Aber ich wollte irgendwas sagen, oder kassieren wir es? Oh, klasse. Irgendwie erinnere ich mich daran nicht an diese Szene. Naja, habe ich wohl ein kurzzeitig Gedächtnis gehabt, ne? Wow. Okay. Wir haben es noch hingekriegt. So. Laufen wir noch ein bisschen. Kagawa im Sprint. Jetzt Rooney. Und, das war schlecht. Ja, ich will nicht so gern aufs Spielgeschehen eingehen, aber ich will immer darauf eingehen, weil ich will so denken, darüber muss man diskutieren, darüber muss man nicht diskutieren. Ich weiß nicht, ob ihr es
versteht, was ich jetzt meine, aber ja, man will mal darüber diskutieren und ja, so die Chancen da, das kommentieren und so. Das ist manchmal auch im echten Fußball, wenn ich so denke, Roms schönes Tor gegen Dortmund zum Beispiel, so, oh, und er schießt und dann in den Winkel. Vielleicht versteht es und ja, 3-3 endet's und damit geht's in die Verlängerung. Ich hoffe mal mit der Ton, also dass jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt zu laut bin mit dem Audio, dass jetzt, wenn jetzt der Live-Sound sozusagen kommt, ja, dann ganz leise ist oder noch lauter ist. Ich werde versuchen, das zu regeln. Und man sieht schon, wir hätten es eigentlich verdient, aber wir waren zu schlecht. Und hier habe ich mich entschieden, mache ich Golden Goal, klassisch. Habe ich mich erst für das Klassische entschieden. Was durchaus eine Fehlentscheidung war. Was, wir hätten auch das Golden Goal gemacht, dann wäre der Part natürlich vorbei. Aber man merkt, man wird es schon sehen. Ihr werdet es jetzt sehen. Anpfiff. Pfeif an. Gut. also ich bin mit Manchester United generell mit vier schnellen Spielern, also mit Kagawa, Valencia, Young und Nani. Vorne dann Rooney und Van Persie. Und Abwehr Vidic, Raphael, Ferdinand und Evra. Also ist einfach für mich die beste Elf und heute ist dann Gea. Und habt ihr diesen Spielzug gesehen? Der war wirklich schön gespielt. Ich habe mich auch natürlich ein bisschen gefreut. So, ja, und das Tor! Wie man es halt von mir kennt, ne? Hoffe ich mal. Und ja, gleich kommt... Ah, ich stehe jetzt gerade auf meiner Tonspur. Dass gleich ein kleiner Ton von mir kommt. Den kann ich leider nicht rausmachen, deswegen werde ich auch gleich da ruhig sein. Und mal interessant, was ich gleich sagen werde. Das weiß ich gar nicht. So, was sag ich denn? Ah, ich bin so gespannt, was ich gleich sagen will. Weil ich weiß es selber nicht. Ich hätte vorher reinhauen müssen. Aber ich hab's nicht gesehen. Jetzt sehe ich es gerade. Naja, ist ja Wurst. Ich hör mal gerade selber gleich rein. Wartet. So. Okay. Jetzt kommt eine Chance für Manchester United. Hier waren wir nachlässig. Und kassierten das Tor. Sinclair. Der eingewechselte Spieler macht das Tor. So, jetzt hören wir mal rein, was ich jetzt gleich gesagt habe. Ich wünsche euch viel Spaß bei meinem Live-Kommentar. Und los. Gut. Andere Situationen, wo wir gut klatscht haben, so wie jetzt zum Beispiel hier, wo Raphael ihn gut geklärt hat. Nee. Okay. Das habe ich gesagt. Vor allem, das hat überhaupt keinen Sinn gemacht, ne? Finde ich. Und, Nee. Ach ja, stimmt, wir haben den Winter kassiert. Halten wir den? Au, nein, falsche Ecke. Ich gehe immer in die rechte Ecke, irgendwie komischerweise. Ich weiß nicht, warum. Weil dann nicht, weil ich das online immer mache, weil die meisten immer nach rechts schießen. Und ich halte ihn immer. Deswegen habe ich mir so angewöhnt. Und wenn ich jetzt nach links gehe, beim nächsten Elfmeter, ne, dann geht der nach rechts. Ist manchmal so. Ich wähle immer die falsche Ecke. Ich weiß nicht, habe ich mal online, habe ich mal im Part hier irgendwann mal einen Elfer gehalten? Wisst ihr es vielleicht? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall versuchen wir uns jetzt hier ranzukämpfen. Und jetzt haben wir das Tor geschossen. Und das war es jetzt bisher zum Nachkommentieren. Ihr werdet jetzt viel Spaß haben mit dem Live-Kommentieren. Bis dahin. Ciao. Eieiei. Oh, jetzt gebt ihr alle ab, ne? Nein. Geht ihr nicht, aber... Und ja. Weiter geht's. Ja. So. Was machen wir da für eine Grätsche? Nein. Nein. Oh, Glück gehabt, ey. Ei. Nein. Nein. Oh, nee. Ei, nein, jetzt, Alter, was war das für eine komische Grätsche? So. Okay. Huh, war knapp. Ei je, 5-5. Und wir dominieren sogar, wir haben doppelt so viele Chancen. Knapp.
Heje, heje. So. Jetzt müssen wir ein Tor schießen. Warum habe ich Golden Goal nicht gemacht? Ne? Manchmal denkt man sich, oh, bin ich froh, habe kein Golden Goal angeschaltet. Manchmal so, oh, warum habe ich das nicht eingeschaltet? Und so, ne? Dann wäre nicht so viele Tore passiert. Dann wäre der Part wahrscheinlich auch kürzer. Vielleicht auch nicht lustiger. Aber, naja. Ist ja Wurst, ne? So. Oh, oh, Was ist denn jetzt? Freistoß für uns? Ja. Okay, Van Persie. Der kann ja gute. Aber wie lange der Anlauf nimmt. Oh, der war nicht schlecht geschossen. Aber naja. Machen wir uns nichts draus. Machen wir nichts draus, Robin. Und ja. So. Ja. Foul. Oh, egal. Van Persie kennt kein Foul. Er kennt nur Heimzahlen. Und jetzt Foul, ja. Genau. Gib uns die gelbe Karte, genau. Für die vorhin das V gibt es dann natürlich keine gelbe Karte, aber wir kriegen natürlich die gelbe Karte. Dann ist es ja sehr kartenreich. Ist ja geiles Kartenkontinuum. Manchester United kriegt natürlich Karten, Manchester City natürlich nicht. Das ist natürlich ein Derby, meine Damen und Herren. Ja. So. Nein, nein. Ja, Freistoß. Gut. Ja, gelbe Karte. Nö. Kein Bock. Habe keine Lust. Und jetzt Anlauf. Hahaha, verarscht, Leute. Legen die sich noch alle hin, ey. Genial. So. Oh, oh. Jawohl. Rooney macht das. 6 zu 5. Aber der Freistoß war genial. Legen die sich noch hin, ey. Alter, das muss ich mir nochmal ansehen. Das muss ich mir nochmal ansehen. Ah, schade, gibt's nicht mehr. Aber Raphael, das war ein guter Spielzug. Raphael schießt und Rooney stoppt letztendlich noch ab. Und nun steht es 6-5 für uns. Können wir noch den Sack zumachen. Mit einem Tor wäre es perfekt. Aber der Freistoß war gut, ne? Der war gut getreten. Dann legen die sich noch auf die Schnauze. Das war genial. Irgendwie, ne? Naja. Kann ich aber nicht beurteilen, weil ich das ja nur beurteile. Und es müssen ja jeder selbst ein Bild machen. Und, oh, Flanke war nicht schlecht, aber Joe Hart klärt noch. Und, oh, das war knapp, Young, das war knapp. So, oi, das war ein bisschen Risiko. So, komm, Vidic, hast den. Evra, ja, Evra, stark, gut gemacht. Gut, Junge. So, jetzt hat Van Persie den Ball. Van Persie. Ja gut, ja im Ball. So gut. So ruhig. Und ja, gut, das bringt Zeit, das bringt Ruhe. So, aber wir machen jetzt kein großes Zeitspiel. So, jetzt. Nein. Ah, wohin denn jetzt? Ah, schade. So. Ja, gut, wir haben den. Nein! Okay, Abpfiff. Gut gemacht. Wir haben gewonnen! 6-5, das war ja schon ein spannendes Spiel, wo wir in Rückstand waren und wo wir auch vorne lagen. Aber es war ein sehr, sehr klassisches Spiel, muss man sagen. Es war ein sehr, sehr spannendes Spiel. Gefällt mir. Und ja, hoffe, euch hat es gefallen. Ist ja egal. Ach, nee. Oh, Rooney war der beste Spieler mit 8,9. Verdient, hat sehr viel gekämpft und so. Und hat natürlich das Siegtor gemacht. Robin van Persie mit 8,8. Und bei Manchester City Yaya Touré mit 8,0. Damit verabschieden wir uns. Obwohl, Moment, wir haben da noch was vergessen. Statistik. Immer schön auf die Statistik kauen. Ja, dominiert, verdient. Einfach so. Und ja. So, jetzt. Okay. Ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin.